Formidablen Abend wünsche ich. Ich kann jetzt gerade nicht mehr ganz so laut sein, denn die Leute hier schlafen teilweise schon. Bin heute Abend erst vom Die Voice hier vorn Treffen zurückgekommen. War mal wieder ziemlich super. Und morgen geht's dann auch direkt weiter nach Köln zur Gamescom. Die Messe selbst interessiert mich eigentlich so nahezu überhaupt nicht. Aber da kommen eben einige Leute hin, mit denen ich über YouTube teilweise Kontakt habe oder die ich so einfach ganz gerne mal treffen würde. Insbesondere Quantum und Topra, die beiden werde ich dann auch direkt treffen und mit denen so über die Messe stratzen. Ja, da ich noch nicht da war, Quantum war schon mal da, der hat sich da auch irgendwie so einen Plan gemacht. Wird man sich da einfach dranhängen? Ich weiß auch noch nicht, ob und wie viel ich dann auf der Messe selbst filmen werde. Das werde ich dann spontan schauen. Wenn ihr dieses Video seht, dann könnt ihr sicher sein, dass zumindest genug war, dass es sich für ein Video gelohnt hat. Aber wahrscheinlich wie beim RPC-Video eher so persönliche Begegnungen, weniger die Messe selbst. Da verweise ich auf die unzähligen anderen Videos, die es so im World Wide Web gibt. Dann sehen wir uns morgen wieder auf der Gamescom. Triple Vlog hier, Leute. Ich habe Topra und Quantum getroffen, wie bereits angekündigt. Ich hoffe mal, man sieht es jetzt halbwegs. Ich habe keinen Blick auf den Bildschirm. So. Lass mal vloggen und laufen. So ein Dreieck. Das gibt ja jetzt den Triple Vlog auf Doom. Nice. Gerade noch bei Mac ist ein zweites Frühstück besorgt. Oh ja. So, den besten Freund des Nerds, das Junkfood. Genau. Richtig. Und dann vorhin noch Jule getroffen. Und die versprochenen Muffins bekommen. Oh ja, geil. Haben wir auch noch ordentlich was von. Hashtag Muffins. Können wir uns den ganzen Tag von ernähren. Ich natürlich hier in dem Traditionsshop quasi mittlerweile. Da kommen heute noch einige Unterschriften drauf. Was ist noch Ziel 1 gerade? Was? Ich habe schon wieder vergessen, wo wir hinwollen. Genau, Quantum. Sag uns mal, was Ziel 1 ist. Hä? Ziel 1. Was Ziel 1 ist? Ach so. Halle 10.1, Heider und Klängern. So. Oh, Mann, ihr habt's gehört, Freunde. Wir sehen uns gleich. Heider und Klängern. Ach ja, mal schauen, wie voll es da wird. Mal gucken, wie viel ich dann noch filme auf der Messe. Wird sich wahrscheinlich dann im Laufe des Tages zeigen. Wird schon. Wird schon. Noch ein Grußwort von dir. Ja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht, ne? Unglaublich. Damit zurück ins Studio. We'll be right back.
das ist gut. Wer von euch hat ihn geil? Wer möchte T-Shirts? Sehr gut. So, ich übergebe aber gleich, glaube ich, mal einfach das Wort an die beiden Herren, die sich noch besser damit auskennen, uns Elix zu präsentieren. Und das sind Björn und Jack. Kommt dann einfach mal auf die Bühne. Kurz noch Applaus bitte. Hast einen tollen Job gemacht. Vielen, vielen Dank. Und schön spontan reagiert. Der arme Kerl geht einfach vom Drecksack-Moderator das Mikro in die Hand gedrückt. Hat aber prima geklappt. Apropos Drecksack, darf ich euch mal kurz bitten, dass ihr kurz die Gasse hier wieder bildet. Denn wir haben natürlich auch heute wieder weitere Gäste bei uns auf der Bühne. Bitte auch mal einen Applaus für Lightning Cosplay, die sich jetzt hier durchprügeln werden. Kommt zu uns, komm. Gerade noch mal kurz Elix angezockt. Danach noch ein, zwei Leute vom EL Network getroffen, den Sawyer und den Headbreaker. Coole Typen auf jeden Fall. Schaut mal bei EL Network rein, machen ziemlich coole Streams. Und dann, oh, ich glaube, die haben gleich noch irgendwie Community-Treffen. Mal schauen, ob wir da noch hingehen. Auf jeden Fall bisher mega entspannt. Ich hätte es mir echt schlimmer vorgestellt mit den ganzen Leuten hier. Aber naja, wir gehen jetzt auch nicht zu diesen Riesenständen, sondern eher so allgemeinen Überblick verschaffen zu den kleineren Ständen. Also bis jetzt ziemlich entspannt tatsächlich. So, Quantum, dein Fazit von Elix, endlich mal angezockt jetzt. Ja, also ich konnte gar nicht so viel machen. Es war sehr, sehr schnell vorbei. Ja gut. Was? Also ich bin mehr gestorben, als dass ich irgendwas gemacht habe. Ich bin irgendwie drei oder viermal gestorben. Einmal, weil mir der Sprit vom Jetpack ausgegangen ist und ich aus Höhe runtergefallen bin. Boah, es ist, keine Ahnung, also ich, so richtig was gebracht hat mir das Anspielen jetzt nicht, weil es war halt, ich konnte nicht wirklich irgendwas großartig machen. Ich habe halt ein paar Mal mit dem Schwert rumgeschlagen, ein paar Mal mit der Waffe geschossen, aber viel mehr war das jetzt auch nicht. Ein, zwei Dialoge. Ja. Ja, also wie ihr hört, es war nur ein sehr kurzer Eindruck von Elix, aber nicht unbedingt ein schlechter. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wie das Spiel wird.
Ja, Leute. Ich bin wieder zu Hause, jetzt einen Tag nach der Gamescom. Ich habe da gestern irgendwie nicht mehr so viel gefilmt. Wir waren dann tatsächlich noch beim Community-Treffen vom EL Network, der Topra, der Quantum und ich. War ziemlich cool, haben entspannte Leute getroffen, also die Jungs und Mädels vom EL Network sind eine echt coole Truppe. Also wer auf Gaming-Streams und Videos steht, sollte da mal bei Twitch, beim EL Network reinschauen oder auch bei YouTube. Das lohnt sich da meiner Meinung nach ziemlich. Irgendwen werdet ihr schon finden, dem ihr da gerne zuschaut, wenn nicht sogar allen. War bisher immer eine sehr spaßige Sache, auch wenn man sich einfach mal nur berieseln lassen wollte. Jedenfalls eine coole Sache, da mal die Leute getroffen zu haben. Haben sich auch gefreut, mal mich zu sehen, dass sie auch mal ein Gesicht zu mir haben. Beruhte dann also auf Gegenseitigkeit. Hat man noch ein paar schöne Gespräche gehabt und so. Dann ging es dann des Abends auch ab nach Hause. Hat sich noch von Quantum und Topa verabschiedet. Vielen Dank nochmal an euch beiden an der Stelle, weil, ja, wenn ihr mich nicht dazu überzeugt hättet, wäre ich auch nicht zur Gamescom gefahren. Und ich muss sagen, auch wenn ich anfangs noch ein bisschen skeptisch war, war ich doch ganz gut von der Messe überzeugt. Trotz des vollen Samstags war es auch nicht zu überlaufen. Also schon eine recht entspannte Messe, wenngleich auch wesentlich größer als zum Beispiel der RPC. Aber der Gesamteindruck war schon echt cool. Echt erstaunlich, was da so von den Firmen auf die Beine gestellt wird. Coole Sache. Ich denke mal, nächstes Jahr wird es dann wieder hingehen, wenn es zeitlich passt, natürlich. Ja, ich habe auch so ein bisschen was abgestaubt. So ein T-Shirt habe ich irgendwo in die Hand gedrückt gekriegt nach dem Elix anzocken. Passenderweise genau meine Größe. Ich weiß gerade nicht mehr, zu welchem Spiel es war. Es war irgendwas, was ich überhaupt nicht kannte, aber sah ganz nett aus und geschenkten Gau schaut man nicht ins Maul. Und dann habe ich noch richtig abgestaubt bei der Elex Ankündigung, Vorstellung, wie man es auch immer nennt. Und zwar habe ich gefangen einmal das hier. Es blendet nämlich. So, ich glaube, so sollte man es sehen. Die komplette Gothic Collection. Alle drei Teile in einer Box. Mehr oder weniger durch Zufall, weil irgendjemand, der vor mir stand, ich glaube, es war sogar Topa, das irgendwie mit der Hand noch so berührt hat, dass es abgeprallt ist und genau in meine Arme geflogen. Auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Die Spiele stehen schon relativ lange auf meiner Liste, aber ich hatte irgendwie nie so die Zeit und Muße, sie mal zu zocken. Jetzt habe ich auch tatsächlich einen Grund dazu, das endlich mal nachzuholen. So. So viel zu meinem Loot. Hat sich also in vielerlei Hinsicht gelohnt. Viel mehr wollte ich dann auch nicht erzählen dazu. Vielleicht sieht man sich nächstes Jahr auf der Gamescom wieder. Ansonsten einem meiner anderen Videos. Wenn es euch gefallen hat, Daumen und schreibt was Schönes in die Kommentare. Wenn nicht, dann schreibt es ebenfalls in die Kommentare, denn so konstruktive Kritik ist immer gern gesehen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Bis zum nächsten Mal, euer Ratch.